Team Spirit, Trubel, Tradition. Bereits zum 28. Mal organisieren die LG Nord Berlin in Zusammenarbeit mit dem SC Tegeler Forst und dem Berliner Leichtathletikverband den internationalen Hallen-7-Kampf und bringen somit Sportler verschiedenster Niveaus, Altersklassen und Nationen zusammen. Für den Verein ist es ein wichtiger Wettkampf, vor allem um Menschen zusammenzubringen. Menschen, die schon lange hier an diesem Wettkampf teilnehmen, jedes Jahr wiederkommen, sich wieder treffen, ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl in ihrer Riege haben und dann auch in jedem Jahr in der gleichen Riege starten. Für viele Teilnehmer ist der Wettkampf ein fester Termin im Kalender geworden. Der Niederländer Nico Bogelmann ist trotz der langen Anreise bereits das 8. Mal mit dabei. Es gibt viele Leute, die es tatsächlich Jahr nach Jahr machen. Und vielen auch von den Deutschen, auch von denen, die hier aus Berlin kommen, sieht man dann jedes Jahr wieder und dann kann man mal fragen, ne, wie geht's? Das ist ein Jahr alles gemacht und das ist auch schön, die Leute nochmal zu sehen. Neben der Unterstützung durch die Teams ist mit Catering und einer Physiotherapeutin vor Ort dafür gesorgt, dass kein Wunsch mehr offen bleibt. Von Jedermann-Wettkämpfen über Team- und Pärchenwertungen bis hin zu Wettkämpfen nach deutscher Leichtathletikordnung ist für jedes Niveau etwas dabei. Einen besonderen Reiz bietet auch der Frauen-5-Kampf, der von den Nachwuchssportlerinnen als Vorbereitung für kommende Turniere genutzt wird. Ich hatte nicht wirklich Erwartungen, es sollte eher wie ein Training wirken, weil in ein paar Wochen auch die Berliner Meisterschaften im Fünfkampf sind und das sollte mich darauf vorbereiten. Die bunte Mischung der Teilnehmer und die Unterstützung der Riegen macht den Wettkampf zu etwas ganz Besonderem und sorgt für eine familiäre Stimmung in der Halle. Es macht total Bock. Es ist einfach auch total schön, dass alle Spaß dran haben und jeder jeden anfeuert. Das ist ja auch so ein bisschen der Spirit des Jedermann-Mehrkampf. So, ne? Dass alle, jeder mitmachen darf und jeder bekommt denselben Support, egal wie schnell, wie hoch, wie weit. Das zählt hier nicht. Wer nun selber Lust aufs Mitmachen bekommen hat, der kann sich aufs nächste Jahr freuen, wenn es beim Hallen-7-Kampf wieder heißt: Trubel, Tradition und ganz viel Team-Spirit.